Hallo und willkommen zurück im Seifenboot. Schöne Grüße. Wir sind wieder da bei Flat Earth. The Flat Earth Get Wrecked Edition. Ich habe jetzt ein bisschen weitergespielt. Also letztes Mal haben wir gesagt, ich habe dann oben nur die Bäume klar gemacht. Und wir gehen heute ein bisschen questen und ich habe ein bisschen gesiftet und so. Ich hoffe, es ist jetzt kein Fortschritt dabei, den ich ohne euch gemacht habe. Das wäre ein bisschen unangenehm, aber... soll Schlimmeres geben. So, back to game. Bam, 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 bam. Ah, das ist jetzt eh oben. Ah ja, genau, stimmt. Das habe ich auch noch gemacht, damit die Bäume nicht größer werden, als sie sollen. Eben deswegen oben der Grid irgendwie. Der ist voll wichtig. Grid ist wichtig, weil sonst muss man diese Infestion, die tue ich mir nicht nochmal an. Das war echt widerwärtigst hochkarätig. Warte, ich muss ihn so. Ich so tun. Widerwärtigst, hochkarätigst, bekackt. Also tatsächlich. Over the top, bekackt. Wir haben jetzt ungefähr 5 Milliarden tausend Strings und das... Ja. Ah, genau, und es hat geregnet. Das war natürlich die Obergeilheit. Es hat geregnet und ihr wart nicht dabei. Sehr, sehr schade. Sehr schade und ich weiß nicht, ob wir das gemeinsam rausgefunden haben, die Würmer von diese Silkworms, die kann man gucken und die geben ein bisschen Essen. Und die Kartoffelchips sind fertig. That's great. Okay, also das heißt, wir haben eigentlich das Essensproblem auch relativ gut unter Kontrolle, kann man sagen. Ich glaube, das sind nur Silkworms drin. Ah ja, genau. Ich habe da ein bisschen noch größer gegraben, da hat es natürlich reingekriegt. Ich habe gesiftet. Die ganze Erde, die da weg ist, habe ich weggesiftet. Was man da sehen kann. Und, stimmt, eine Quest habe ich mit euch gemacht. Na, pass auf, wir machen das so. Damit jeder was davon hat. Stonehammer war zum Craften. Den craftet man so und da jeweils ein Cobble. Und wie gibt's Cobble schon? Ah, genau, Cobble ist auch ein riesengroßes Gesifte. Dann kriegt man diese kleinen Stone Pebbles. Und aus dem Cobble, ich glaube, Cobble haben wir schon gehabt, den gemeinsam. Ja, okay, und dann geht man da einfach dann so her und nimmt. Was war, ja, Siften. Ja, doch, wir haben schon gesiftet, oder? Voll am Siften gewesen. Wir haben es versiftet. Jo, und dann wird geht's da los. Zift, 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 zift. Dann kriegt man eben diese Stone Pebbles. Mach mal nur drei. Stone Pebble Pebbles. Und dann nach den Pebbles, also vier Stück von den Pebbles in einer guten Reihe. Also angereiht, wie es sich gehört. So. Dup, dup, dup. Aus dem wird dann Kapoppel, Boppel, Kapoffel. Und Kapoffel, und genau, also da gibt's nur, beim Siften kommen die ganzen Samen raus, irgendwie. Ja, er hat Samen gesagt. Und mit dem Stonehammer zertrümmert man dann diesen ehrenwerten Kapoffel. Und dann kommt aus dem Kapoffel Gravel. Oh, schau, wie angenehm. Und aus dem Gravel... Gravel, können wir entweder, ich glaube so, oder geht es so? Ach ja, so kann man Flint machen. Was wir jetzt aber, glaube ich, nicht brauchen. Für uns ist es wichtiger, wenn wir den Gravel nicht in der Workbench liegen lassen. Wo ist der Gravel? Bin ich dämlich? Also der ist in die Kiste wahrscheinlich. Nein, ist er nicht. Hä? Wo habe ich den Gravel hin dann? Ist der weggepackt? Hä? Wo ist denn der Gravel hin? Das ist jetzt Zeit zum Echt, ich habe keine Ahnung, wo der Gravel hin ist. Ah, na doch, da ist er dazu. Ich glaube, so kann man aus dem Gravel dann wieder... Na, kann man nichts machen.
Okay, aber Gravel, was wir gleich nochmal brauchen werden, kannst du bitte auch mitkommen. Gravel, ach, jedes Mal passiert mir das. Gravel, habe ich schon öfter mal Gravel gesagt, ja, gell? Ja, kann man oft sagen eigentlich. Gravel ist ein beflügelndes Wort, das man oft sagen kann. Genau, Gravel da durchgesiftet. Ich habe ein extra Stückel zurückgestellt, dann sieht man, dass wir uns das Zeug entgegenfliegt. Gibt also seltene Drops, seltene Ore-Drops. Da war jetzt, glaube ich, Flint. Das, glaube ich, war Copper. Das war nix. Das war wieder nix. Das war Kohle oder Flint oder so irgendwas in die Richtung. I really don't know, aber egal. Jetzt wäre nämlich wieder Nacht. Das wäre eigentlich gut, um draußen mal wieder Bäume nachzusetzen. Siegel setzen. Aber wir gehen jetzt einmal gemeinsam craften. Schau mal, das sieht man eh schon. Das war Gold, Gold. Also das ist das, was wir jetzt rausgekriegt haben. Gold Ore, Copper Ore, Lead Ore und Aluminium. Sonst noch was? Ah ja, Flint. Aber Flint haben wir eigentlich genug. So. Und wenn wir da... Das ist Iron Ore, genau. Wenn wir da jetzt eine bessere Anzahl davon hätten, wir brauchen eigentlich eh noch mehr. Ich kann den eigentlich komplett durchlassen. Ich mach das schnell, oder? Ach, das war jetzt der Koppel. Das wollte ich nicht. Ich wollte doch den Gravel. Hallo Gravel, komm zu mir, Gravel. Komm zu mir, Gravel. Und mache mir das Leben schön. Eigentlich wollten wir doch jetzt noch weiter. Ach. Ja, komm. Weil ich glaube, wir brauchen einen Waterbucket, die kann man das irgendwie nicht anders erklären. Dann kann man uns ja mal, ich weiß nicht, ob das jetzt in den Modpack geht, die unendliche Wasserquelle. Wahrscheinlich nicht, ne? Also, wir werden das schon irgendwie so Hinterrad haben, dass das nicht geht. Aber gucken wir mal. So, durch. Ah, eins noch. Gravel, der entscheidende. War da jetzt noch ein bisschen was dabei von irgendwas? Copper Ore, Aluminium, Iron Ore 1. Ja, schade bitte. Okay, aber wir questen. Ah, siehst du, die Potato können wir noch einharzen. Ich glaube, Kohle reicht da, oder? Das kann weg. Die Potatoes geben mir richtig geil Nahrung. So. Genau, Questen. Zack. Light up your area. Okay, das machen wir jetzt noch. Light up your area. Dafür brauchen wir eh. Kuli. Und Sticks. Das können wir gleich so in der Tasche craften. Nochmal 20, oder? Halli, hallo. Light up your area. Dann machen wir einfach einen super Speedrun draußen, Trollolo. So und 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 so. Ah, ich weiß nicht, ich glaube, da gibt es das F7 mal, oder? Ah ja. Oh Mann. F7 ist, sagt einfach an, welche Stelle ausgeleuchtet ist. Und welche nicht. Ich glaube, wir machen einfach mal eine Runde, oder? Oh, ein Creeper, das wäre ein bisschen. Oh Mann, Alter, sind das viele Geister, das ist ja Wahnsinn. Das könnte jetzt echt unangenehm werden. Okay, aber ich glaube, wir haben die Mission erfüllt, oder? So, das reicht. Ob das eine gute Idee war? Na, schießt nicht mehr wenigstens. Puh, ein Bett wäre geil. Kann man sie ja streamen? Kann man da eine Rolle draus machen? Das war lag, aber fetter. Wow.
Wolle. Ja, 4 Strings und Wolle. Passt, dann kann man mal den... Obwohl, jetzt ist Tag, gell? Wir brauchen den Tag, aber man kann... Aber dann hätten wir mal den Spawn herinnen wenigstens, oder? Machen wir das mal so. Ein schönes Schlafstüblein. Ich glaube, 3 reichen. Und dann mal das so. Und so, oder? Nice. One bed. Wo schlafen wir gern? Wir schlafen da um die Ecken. Ein weißes Bett. Das ist normal doch immer rot, oder? New Spawn Point has set. Aber man kann nicht schlafen. Na doch, hier only can sleep at night. Alles klar. Ein Bettchen, okay, das wäre schon mal was. Und für Herinnen haben wir natürlich auch noch. Wo haben wir die? Wo haben wir die Pfeile aufgesammelt? Ein Bogen wäre mal auch was, gell? Okay, aber wir sind glaube ich noch nicht in der Verfassung, dass wir irgendwen angreifen könnten, Trollolo. Come back. Das brauchen wir noch zum Craften oder so. Keine Ahnung. Schauen wir mal, was uns. Oh, essen wir mal was. Wir könnten mal so ein Potato reinschmeißen. Die habe ich gerade weggeschmissen, oder? Oh nein, die sind im Backofen. Alles klar. Zacki, bracki. Und hier da einmal Hotbar und Potato. Los, gib ihm. Nice. Ein Potato und ein Wurm. Man muss ja haushalten, ne? Weil Wurm gibt eins. Potato 4, 3. So, Richard, los. Buch. So. Light up your area a little bit. Get rid of all of those Paxi Mobs. Ne, ich meine, es ist ja, weil die Dings spawnen nur am Tag und die Slimes, ich weiß nicht, ich glaube, die Slimes sind ein Bug. Craft some stone tools. Oh, das haben wir schon gemacht. Create some clay. Dust in a barrel with water. Dust, okay. Dust wird wahrscheinlich Sand sein. Also Sand kommt raus, wenn man Gravel nochmal prügelt. Schau mal, was passiert, wenn man Sand nochmal prügelt. Und ob dann auch wieder nur die Bits rauskommen. Oder ob man den brennen muss, den Clay. Ich meine, so irgendwie... Wie haben wir denn noch? Ja, das ist grindy. Grindy as hell. Und ist das jetzt Dust? Okay. Zack, zack. Sand verprügeln, ne? Das ist doch wahr. Die Geistgeräusche sind furchtbar. Das ist nicht zum Aushalten, lol, troll. Aber dann hätten wir wenigstens mal was gemacht, die Folge. Und nicht nur die ganze Zeit sterben und nochmal sterben. Ich meine, ich weiß nicht, wie ist es mit Koppel? Schießt du das auch weg, der Geist? Aber so viel Koppel machen, das. Also. Weiß nicht. Oder? Sollen wir das machen? Könnte die offline mal machen. Dust in a barrel, so. Das ist jetzt ein Barrel, oder? Und jetzt? Haben wir zwar Clay. Das sind wirklich Clay Bricks. Okay, alles klar. Und was soll ich mit denen machen, liebes Buch? Ja, ein Buch. Create some clay. Create a clay bucket. And smelt it in a furnace. Okay, dann müssen wir jetzt mal kurz NIE fragen, wie man das macht. Clay. Molten clay bucket. Ah, okay, alles klar. Das heißt, das kommt daher, das Zeug. Und da brauchen wir diese Mulzen. Genau. So, zurück zu unserer Tinker's Construct Bench. Das wir Kübel. Wollen wir zwei machen? Machen wir zwei. Und die muss man jetzt burnen, oder was? Okay, dafür brauchen wir a little bit of coal. Nehmen wir mal 3, oder? So, und Kübel.
Nice, Clay Bucket. Und den kann ich usen, oder der Fair used sie wahrscheinlich. Ah ja, genau, wir wollten hier unten ja noch so die ein oder andere Farkel anbringen. Geil, also schaut, dass es echt nur drei tief ist. Ich meine, ich hab schon... Mann, die nervt mir die Psykanone. Die ist eh so kompliziert, mit der kennt sie eh keine Sau aus. Also ich nicht. Die Frage ist, regnet es dann da noch vorbei? Wahrscheinlich nicht. Auf der anderen Seite könnte man die rausstellen. Ah, geil, wir hätten nämlich draußen nur die Barrels. Da braucht nichts spawnen. Das wäre noch schöner, wird da herinnen was spawnen. So, F7 schaltet man aus. Wahrscheinlich deswegen die Lags auch die ganze Zeit. Dafür, wenn wir jemals... Ah, guck mal, da oben. Wenn wir jemals Geist-Tier brauchen, hätte sie das wenigstens. Shit, alles weg. Der ist aber wirklich nicht nett. Hat mir da jetzt irgendwo ein Loch geschossen? Na. Jetzt kann man da gar nicht mehr raus, hey. Das ist ja echt furchtbar. Nur mehr nachts. Linz bei Nacht. Shit. Hey, das ist super nervig. Und der hat mir jetzt oben das ganze Phrasen zerschossen. Und mit dem Reader Line, ich fange ja auch nichts an, ne? Das ist echt scheiße. Und vor allem hat man da oben vielleicht gar meine... So, pass mal auf. Aber wir machen uns hier unten jetzt eine unendliche Wasserquelle, weil, pff, why not? Because we can. Aber wir haben nichts Gescheites außer die Wutsachen. Und Sand, okay. Hm. Ja, na gut, dann machen wir es aus Wut. Wo machen wir es denn hin? Wie muss denn die sein? Darkhübel und Darkhübel, das heißt so, ne? Und dann Wasser rein. So. Wie lang ist's denn noch? Ah, cool. Dass da jetzt alles kaputt ist, ist natürlich eher mies. So. Tatsächlich, alles zack. Aber dann können wir es eigentlich ja abbauen, weil wir bauen mit Clay zum Beispiel. Diese Step Assist ist das beschissen, hä? Also na, warte mal, wir machen es aber so. Dieser Step Assist, der macht mich nur wahnsinnig. Hallo. Ja. Ich weiß nicht, ist das ein Mod? Wahrscheinlich, oder? Das ist doch nicht normal, sag mal. Da war der, ne? So, aus Höhleneingang sozusagen. Oh Mann. Step Assist. Sechs noch, so. Der kann weg. Dann haben wir da endlich einmal Wasser. Wasser ist wichtig. So, einmal da. Und einmal da. Und wenn ich da jetzt was hole. Nice. Unendliche Wasserquelle. Das ist gut. Ja, in dem Sinn. Okay. Bleiben wir mal bis daher. Nice to Marino. Fortschritt. Bis zum nächsten Mal im Seifenboot. Und tschüss. Warte mal schnell. Wie geht das schnell? So. Bye.